So, leider offensichtlich keine Bastelzeit. Ja, heute soll es mal um was anderes gehen. Wir hatten lange keine Rant-Time mehr, wird wohl mal wieder Zeit. Es soll mal gehen um Artikel 11, 12, 13 und der ganze Kram, der hinten dran hängt. Ja, ich schätze, die meisten hier haben davon schon was gehört. Vielen wird es inzwischen zum Hals raushängen, aber da müssen wir jetzt irgendwie wohl durch. Für die, denen das nix sagt, es geht um die neue EU-Urheberrechtsreform. Da gibt's momentan einen Vorschlag, Gesetzestext halb fertig irgendwie. Der ist kurz vor der Abstimmung und ja, der sieht eher mäßig aus, um es mal so zu sagen. Das ist jedenfalls meine Meinung. Vorab, ich bin natürlich kein Rechtsanwalt oder so. Ich kann nur interpretieren, was ich so verstehe. Und ich kann natürlich auch nur interpretieren, was ich so sehe, höre, lese und so weiter. Ist ein bisschen kompliziert, weil dummerweise die Vorlage, die jetzt abgestimmt werden soll, die ist mehr oder weniger geheim. Es gibt glücklicherweise ein Leak, also eine Veröffentlichung von Julia Reda von den Piraten. Da haben wir dann eine relativ gute Vorlage, was da so kommen könnte. Ist natürlich unten auch verlinkt. Kann natürlich auch passieren, dass ich Dinge falsch verstehe. Ich habe keine Jura-Ausbildung, ich bin nicht zu tief im Thema drin, deswegen ist das alles meh. Ich versuche zwar eigentlich immer beide Seiten zu verstehen, aber das ist hier in der aufgeheizten Situation ein bisschen ein Problem, weil gerade bei den Befürwortern der Reform, wenn man da versucht, irgendwie Kritik anzubringen und zu hören, ja, wie siehst du das denn? Dann kriegt man meistens den Hammer drüber, hier, du hast keine Ahnung davon, mit dir will ich nicht reden. Das ist dann natürlich ein bisschen problematisch. Wie auch immer, wenn ich irgendwo Fehler entdecke in meinen Sachen, die ich hier gesagt habe, achtet mal unten drunter, da gibt es einen entsprechenden Update-Bereich, Kommentar, Video, Beschreibung, ihr werdet es finden. Da werde ich versuchen, alles, was falsch war, dann nochmal gerade zu stellen. Also, fangen wir mal vorne an. Es geht, wie schon gesagt, um Urheberrecht. Urheberrecht heißt, wenn ihr irgendwie ein Bild macht, dann habt ihr das gemacht, ihr habt die Rechte an diesem Bild und jemand anders darf das nicht einfach so verwenden. Das gibt's schon, das soll jetzt reformiert werden, das soll aktualisiert werden und ja, das ist auch dringend notwendig, weil Urheber, die haben ziemlich oft das Nachsehen, sowohl analog als auch digital. Den Abgeordneten gibt's dabei angeblich darum, die Urheber und Künstler und so weiter vor Google und Co. zu schützen, sagt man jedenfalls. Die würden sich nämlich der Inhalte bemächtigen, damit Geld verdienen und ja, das wäre ja schlecht. Klingt erstmal gut, aber wo ist das Problem? Naja, man hat da offenbar so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren, ist weit über selbiges hinausgeschossen und der Entwurf, der jetzt da vorliegt, der stammt vom deutschen CDU-Politiker Axel Voss hauptsächlich, der hat das vorangetrieben. Der hat schon relativ viele Hürden in diesem Gesetzgebungsprozess genommen. Und ja, das Problem ist, das Urheberrecht ist relativ komplexes Thema und sagen wir mal bei Axel Voss und ein paar anderen, wenn ich mir die Aussagen so angucke, da scheint da das Fachwissen beschränkt zu sein, um es mal so rum zu sagen. Das ist meine Meinung. Kann natürlich auch anders sein, aber wenn es so ist, dann hätte ich gerne auf die ein oder andere falsche Aussage halt mal eine Begründung, warum, und die fehlt bisher. Und deswegen bin ich halt momentan so ein bisschen der Auffassung, habe das Vorurteil mehr oder weniger, dass die Leute, die da dran sind von diesem Neuland, vielleicht nicht ganz so viel verstehen. So, ich werde jetzt hier bei der Analyse mich auf die wichtigsten Artikel beschränken. Ich habe da das nicht komplett durchgelesen, nicht die anderen Artikel. Da werden wahrscheinlich auch noch ein paar Publishers of Press Publications, also Zeitungen, Zeitungsverlage, Magazine, solche Sachen. Hiermit soll dafür gesorgt werden, dass die Verlage bezahlt werden, wenn andere Webseiten deren Inhalte anzeigen. Okay, das klingt jetzt natürlich ganz gut. Aber man ist da relativ schwammig wieder geworden. Es soll nämlich jeden treffen, der Teile des Artikels zitiert, sofern der Artikel jünger als 2 Jahre ist und die zitierte Stelle, O-Ton, eine Economic Value hat. Leider haben da viele Leute unterschiedliche Definitionen, was das sein könnte. Wie schon gesagt, es soll hauptsächlich Google News und Co. treffen. Allerdings, da bin ich mir nicht so sicher. Der Witz an der Sache ist, dieses Leistungsschutzrecht, das gab's schon mal. Und zwar unter anderem in Deutschland, da kam fast dasselbe schon mal. Ergebnis, naja, Google hat dann gesagt, okay, wenn wir jetzt Links auf eure Seiten irgendwie bezahlen sollen, dann machen wir halt keine Links mehr auf eure Seiten. Ja, das hat den Verlagen dann auch nicht gepasst. Ergebnis war, Google hat eine kostenlose Lizenz von den Verlagen bekommen. Die durften also weiterhin diese Vorschauschnipsel anzeigen, alles wie gehabt, kostenlos. Und das Nachsehen hatten kleine Plattformen, das heißt die Konkurrenz zu Google News und Co. Die hatten nämlich keine kostenlose Lizenz, die hatten nicht so eine starke Verhandlungsgrundlage und ja, viele davon haben halt dann am Schluss zugemacht.
Ähnliches in Spanien, da gab es genauso ein Gesetz. Ich glaube, da war aber dann ein Abschnitt drin, dass es keine kostenlosen Lizenzen geben sollte. Ja, was ist passiert? Sie konnten sich nicht einigen. Google News in Spanien wurde eingestellt. Das heißt, bei Google kann man nicht mehr einfach auf News klicken, sieht die Überschriften. Und ja, wozu hat das geführt? Bei den Verlagen sind die Zugriffszahlen um so 10-15% eingebrochen. Dann sind wir mal ehrlich, wer von euch besucht wirklich die Webseiten von Zeitungen, um da irgendwie die Zeitung zu lesen? Ich mach's ehrlich gesagt nicht. Ich scrolle meistens über Google News, Twitter, was auch immer, guck mir die Überschriften an, eventuell die kurzen Textsnippets und wenn's dann interessant ist, dann klicke ich drauf. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, du kannst ja auch die Webseite besuchen vor der Zeitung und da dir einmal da drüber scrollen. Ja, richtig. Aber häufig klicke ich dann auch auf Zeitungen, die kannte ich vorher gar nicht. Das sind irgendwelche Lokalmedien, die dann dieses eine Thema aus der Ecke gerade mal sehr genau beleuchtet haben. Und die hätte ich nie gefunden ohne das Ganze. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, der dann eintreten wird. Wenn das hier durchkommen wird, wird Google News, die haben es schon angekündigt, in der EU auch entsprechend wegfallen wahrscheinlich. Und auf anderen Plattformen dürfte Ähnliches passieren, wenn das so ist. Denn teilweise wird sogar gesagt, dass die Überschriften eventuell dann Geld kosten dürften. Und naja, klar, die großen Zeitungen, die werden weiterhin ihren Traffic bekommen. Aber die ganzen kleinen Blätter, die man sonst nicht kennt, die dürften doch da massive Probleme bekommen. Deutlich weniger Besucher und ja, entsprechend dann auch weniger verkaufen. Denn ja, hallo, es gibt Leute, die durchaus Nachrichtenartikel kaufen. Zumindest mal, wenn man dafür nicht irgendwie ein 20-Euro-Abo erstmal abschließen muss. Auch denke ich, dass hier diverse Verlage mit ihren Lobbyisten da Sachen in den Text reindiktiert haben von einem Gesetz, die überhaupt kein Problem sind. Denn, naja, bleiben wir mal beim Beispiel Google News. Was wird denn da angezeigt? Da wird angezeigt die Überschrift und eventuell so die ein, zwei wichtigsten Sätze. Okay, gut. Aber damit weiß ich doch auch noch nicht wirklich, was dahinter steckt. Ich kann mir grob das Thema vorstellen. Ja, aber euch geht doch dadurch nichts verloren. Und selbst wenn ihr das denken würdet, es gibt jetzt schon technische Sachen. Ich meine, die Webseiten stellen die Snippets extra bereit. Da ist teilweise im Quellcode von den Zeitungswebseiten, gibt es dann extra einen Header. Hier, das ist unsere Vorschau. Die ist zum Vorschauanzeigen da. Das kann man wegmachen, dann ist die Vorschau nicht mehr da. Und selbst die Überschriften kann man wegmachen. Es gibt im Internet eine sogenannte Robots.txt, da kann man exakt sagen, hier, pass mal auf, Google, du darfst meine Seiten nicht anzeigen. Thema erledigt. Wenn das euer Problem wäre, dann hätte man das relativ schnell gelöst. Aber darum geht's halt nicht. Sie wollen weiter angezeigt werden. Sie wollen halt nur dafür Geld bekommen, dass Google auch noch Besucher auf ihre Webseite lotst. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, lass die Verlage halt sterben. Wo ist das Problem? Sollen sie merken, was sie da anrichten? Ja, das ist schon richtig. Nur die Sache ist, es trifft ja auch alle anderen, die irgendwie Sachen aus der Zeitung zitieren wollen, beispielsweise, weil sie sich kritisch mit den Berichten auseinandersetzen möchten. Und ich fürchte, das könnte dann darauf hinauslaufen, dass dann die Menge der journalistisch nicht ganz so sauberen Publikationen dann deutlich mehr Zulauf bekommen wird. Und ja, wie heißt es heutzutage so schön? Fake News und so, die werden da wahrscheinlich durchgefördert in meinen Augen, weil man darf die richtigen Sachen nicht mehr verlinken und man darf die falschen nicht mehr auseinandernehmen. Das heißt, die Leute lesen nur noch das, was die Zeitungen publizieren und kriegen nicht mit, was denn daran falsch sein soll oder was Alternativmeinungen sind. Axel Voss, den hatte ich ja erwähnt, der hat ja große Teile von der Vorlage vorangetrieben. Der hat im Übrigen gesagt, dass das ja gar nicht so ein Problem sei. Die Kritiker wären da alle falsch. Und man dürfe ja nach wie vor als Privatperson Zeitungsartikel kopieren und online stellen. Das durfte man früher schon nicht, das darf man weiterhin nicht. Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mir denke, weiß derjenige überhaupt, wovon er redet? Denn na, das stimmt einfach nicht und lässt sich im Gesetz nachlesen. So, genug Artikel 11, machen wir einen kurzen Abstecher zu 12. Zu dem hört man relativ wenig, ist aber auch nicht unbedingt so verwunderlich, weil es weniger Leute trifft. Artikel 12 hat eine kleine Vorgeschichte in Deutschland. Und zwar haben wir in Deutschland Verwertungsgesellschaften. Bekannteste GEMA, ja, GEMA war es, VG Wort und die ganzen anderen. Und es war lange Zeit so, diese Verwertungsgesellschaften sammeln aus allen möglichen Quellen, generieren die Einnahmen. Wenn ihr beispielsweise auf irgendeiner Veranstaltung Musik spielt, müsst ihr höchstwahrscheinlich an die GEMA Geld bezahlen. Und die GEMA nimmt das und verteilt das weiter. Selbes bei den anderen. Das war lange Zeit so, dass derjenige, der die Musik gemacht hat, also der Künstler oder der Autor oder was auch immer, der hat Geld bekommen und der Verlag, der das Ganze verteilt hat, der hat auch Geld bekommen.
Jetzt ist aber letztens da eine Gerichtsentscheidung gekommen, dass das Geld, was da generiert wird, den Künstlern zusteht. Weil der Verlag war da ja nicht wirklich dran beteiligt. Die haben bereits ihr Geld bekommen, weil derjenige, der es aufgeführt hat, hat ja zum Beispiel die CD gekauft oder so. Von daher wäre der Verlag da draußen. Und das Geld, was da generiert wird aus der Aufführung, das stände den Autoren, den Musikern, wem auch immer zu. Artikel 12 nimmt das jetzt wieder auf. Kurz gesagt steht da drin, dass die Verlage zukünftig automatisch Miturheber sind, sobald ein Vertrag geschlossen wird. Das heißt, ja, die Autoren müssen zukünftig ihren Lohn wieder mit den Verlagen teilen. Beide haben zukünftig quasi für die Schöpfung des Werkes die gleiche Stellung da. Und ja, am Ende führt das dann eher zu weniger Einnahmen für die Künstler. Also wenn nochmal jemand behauptet, dass es darum geht, Kreative zu fördern, für mich sieht das da eher anders aus. Next up, Artikel 13. Ja, ich denke, den kennt hier jeder und hat jeder bereits lieben gelernt. Nicht zuletzt, weil viele YouTuber darauf halt angesprungen sind, darüber viel berichtet haben. Hier geht's um die sagenumwogenen Upload-Filter. Oh mein Gott, böses Wort. Ja, aktuell gibt's das sogenannte Notice-and-Takedown-Verfahren. Das heißt, wenn ihr Betreiber von einer Plattform seid, dann seid ihr erstmal nicht dafür haftbar, wenn eure Benutzer irgendwie Blödsinn bauen. Klar, ihr dürft nichts machen, was das irgendwie fördert, dass die böse Dinge bauen. Aber wenn einer irgendwie zwischendrin etwas Böses macht, dann seid ihr erstmal raus, und zwar so lange, wie ihr nichts davon wisst. Das heißt also, wenn jemand da was urheberrechtlich Geschütztes bei euch auf der Plattform hochlädt, dann muss erstmal einer kommen, muss sagen, hier, pass mal auf, da hinten auf deiner Plattform, da hat einer was hochgeladen, das da war gar nicht. Der hat dafür überhaupt nicht die Rechte. Der hat zwar bei euch im Zweifel abgenickt, ja, ich habe die Rechte und so, hat da also gelogen an der Stelle schon. Aber, ja, ich habe jetzt die Info bekommen als Plattformbetreiber, da hinten liegt was. In dem Moment muss ich zeitnah das natürlich entfernen und dann bin ich aus meiner Haftung raus. Das heißt also, solange ich schnell genug reagiere, das Zeug, sobald ich davon was mitbekomme, wegmache, dann ist alles in Butter. Das soll sich jetzt entsprechend ändern, und zwar soll der Betreiber automatisch mithaftbar sein und gegebenenfalls eine Strafe kassieren, wenn ein Nutzer da Dinge macht, die er nicht darf. So, kann man jetzt vielleicht nicht so gut verstehen, ist ja gerade Karneval, machen wir mal einen kleinen Vergleich. Momentan ist es so, dass auf so einer Karnevalssitzung jeder erstmal rein darf, es sei denn, er führt irgendwas offensichtlich Böses im Schilde. Wenn er da mit einer AK-44 aufläuft, die scharf aussieht, dann darf er wieder gehen. Gut, wahrscheinlich nicht nach Hause, sondern woanders hin, weil Waffenbesitz und so weiter. Aber ich denke, ihr versteht, worauf es hinausläuft. Wenn er jetzt einmal drin ist und fängt da an, sich daneben zu benehmen, dann muss natürlich ich als Veranstalter reagieren, muss dafür sorgen, dass das wieder sicher wird, muss ihn gegebenenfalls von der Veranstaltung entfernen. Also, derjenige wird rausgeworfen, der da Blödsinn baut, bekommt einen auf den Deckel natürlich dafür und Thema gegessen. So war das bisher mit diesem Notice and Takedown. Mit der neuen Regelung ist es jetzt aber so, dass der Veranstalter an allem automatisch mitschuld ist. Wenn da jemand im Saal einen Böller auspackt, der Veranstalter ist schuld. Wenn einer im Saal anfängt, sein Handy rauszuzücken und dann die Veranstaltung aufzunehmen, ja, das ist auch verboten, liebe Leute, auch wenn es auf Facebook geht, dann ist der Veranstalter trotzdem mit dran. Also sprich, egal was da drin passiert, der Veranstalter ist schuld. Ja, wozu führt das im Zweifelsfall? Na, entweder wird der Veranstalter das Handtuch werfen und sagen, okay, nee, unter den Voraussetzungen mache ich das nicht mehr. Oder er wird natürlich versuchen, seine Haftung so weit wie möglich runterzudrücken. Das heißt also, so viel wie möglich am Anfang abzufangen. Das heißt also, bitte einmal draußen freimachen. Wir machen jetzt hier mal Leibesvisitation am Eingang. Denn Sicherheit ist ja so, so wichtig, dass wir da keinen sinnvollen Mittelweg finden können. Bei Artikel 13, da gibt's jetzt so ein paar Ausnahmen, wenn man die erfüllt, kommt man aus der Haftung raus. Die sind aber, ja, gut. Gucken wir uns da mal einfach mal an. Die erste sagt, dass es Best Efforts geben soll für eine Autorisierung. Das heißt also, man muss versucht haben, das betroffene Werk zu lizenzieren vom eigentlichen Urheber. Das ist jetzt natürlich sehr schwammig, aber ich werde das jetzt einfach mal so interpretieren, wie ich das da sehe. Ich muss versuchen, für das Werk eine Lizenz zu bekommen. Da gibt's jetzt viele Probleme. Zum einen, ich habe doch keine Ahnung, wem das Werk gehört. Derjenige, der es hochgeladen hat, der hat mir ja schon versichert. Ja, ich bin der Lizenzinhaber. Das heißt, ich weiß gar nicht, mit wem ich Lizenzen abschließen soll. Das steht dann jetzt einfach nur drin im Text. Ja, mit den Urhebern. Wer ist denn Urheber? Jeder, der irgendwie sein Handy zückt und ein Foto draußen macht, an der Stelle, wo es darf, ist automatisch ein Urheber.
Soll ich also jetzt hingehen und mit jedem Menschen auf dieser Erde, der jemals irgendwie ein Bild gemacht hat, einen Text geschrieben hat, was gezeichnet hat, jedes kleine Kind, was einen Buntstift übers Blatt gezogen hat, soll ich mit denen jeweils einen Vertrag abschließen, wegen Urheberrecht? Wie soll das in der Praxis funktionieren? Nächster Punkt, und da lese ich einfach mal vor. Made in accordance with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the unavailability of specific works. Übersetzt, man muss sich mit besten Mühen darum bemühen, mit hohen Industriestandards und professioneller Sorgfalt die Nichtverfügbarkeit spezifischer Werke sicherzustellen. Man könnte jetzt sagen, dass das die ja quasi Standarddefinition eines Filters ist. Nichtverfügbarkeit spezifischer Werke, Stoffe. Das ist eigentlich das, was man unter einem Filter versteht. So, alle Verantwortlichen, die betonen jetzt stets, da steht nirgendwo Upload-Filter. Aber wie sonst soll man dem nachkommen, was da steht? Ich habe da noch keine Alternativen gehört. Ich bin ja nicht der Einzige. Der deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte war es, glaube ich. Der hat auch mal so in die Runde gefragt, ja, was gibt's denn für Alternativen für Filter? Und soweit ich gesehen habe, hat er bisher noch keine Antworten bekommen. Oder um es mal von Dennis Horn da sinngemäß zu zitieren, wenn dir jemand sagt, dass du in 60 Minuten von Hamburg nach München kommen sollst, dann sagt er zwar nicht, dass du ein Flugzeug besteigen sollst, aber ohne wird das halt doch eher schwer. Heißt also jetzt für den Anbieter, dass alle Inhalte, die hochgeladen werden, die muss er erstmal auf Urheberrechtsverstöße prüfen. Die Urheberrechtsinhaber müssen dafür das Quellmaterial liefern, das ist sogar wohl geregelt, aber man muss es prüfen. So, manuell ist das nicht drin, keiner kann alle urheberrechtlich geschützten Werke im Kopf halten, drüber gucken und sagen, ja, ist oder nein, ist nicht. Das heißt, das Ganze muss automatisch ablaufen. Sowas gibt's schon, YouTube hat so einen Filter, der nennt sich Content ID, der macht im Prinzip genau das. Der ist seit 2007 in Entwicklung, hat bisher ungefähr 100 Millionen Dollar verschlungen. Und ja, sagen wir mal, er funktioniert eher leidlich. Ja, geschützte Werke werden von dem Filter erkannt. Das funktioniert relativ gut. Allerdings gibt's viele Kollateralschäden, sogenannte False Positives, wo also Dinge erkannt werden als böses Material, was aber eigentlich gar nicht böse ist. Zum einen, da gibt's immer wieder zufällige Treffer. Jemand hatte zum Beispiel mal solches künstliches weißes Rauschen hier, sowas. Das hat er einfach hochgeladen, hat was gewartet und irgendwie nach ein paar Stunden hatte er drei Matches da drauf. Hier, das ist mein Song, das ist mein Song, das ist mein Song. Aha, okay, nicht ganz. War künstlich generiert, die Wahrscheinlichkeit, dass der Song das ist eher gering. Auch gibt's viele Firmen, die da ein bisschen Schindluder treiben. Es kommt immer wieder vor, dass da Firmen Urheberrechtsansprüche geltend machen wollen, obwohl sie entweder gar keine Lizenz für das Werk besitzen, dass ein offenes Werk ist, die Urheberrechte eventuell schon zeitlich abgelaufen sind, weil nach x Jahren verfällt dieses Urheberrecht halt auch wieder. Ich glaube, 70 Jahre nach dem Tod oder so des Künstlers, da ist das im Prinzip erstmal wieder frei. Auch die werden teilweise geclaimt. Und es kam sogar schon vor, dass es eigene Musiker getroffen hat. Das heißt, ein Musiker hat Musik gemacht, hat sein eigenes Werk hochgeladen und hat dann dafür einen Strike kassiert, weil irgendjemand anders gesagt hat, nö, das ist mir. Teilweise kam es sogar schon zu Schutzgelderpressung, wo dann Leute hingegangen sind, haben fälschlicherweise, ohne irgendeine Berechtigung zu haben, sind die hingegangen, haben gesagt, hier, dein Video da, das ist meins, YouTube, der hat einen automatischen Filter, ja, passt schon, da. Und dann haben sie den Inhaber des Kanals angeschrieben. Hier, hör mal, wir haben da jetzt so einen von dir geclaimt. Du weißt ja, wenn wir noch zwei claimen, dann wird dein Kanal gelöscht und da hängen ja deine ganzen Einnahmen dran. Das wäre doch schade um den Kanal, oder? Ja, sowas kann da natürlich auch passieren. Und hier reden wir jetzt nur bei Sachen, die eigentlich offensichtlich sind, weil, naja, wenn das Urheberrecht abgelaufen ist, ist es abgelaufen. Wenn ich selber der Urheberrechtsinhaber bin, dann ist es mein Urheberrecht. Es gibt aber noch so Zwischenteile, wo es erlaubt ist, urheberrechtlich geschütztes Material zu verwenden. Beispielsweise bei Satire, bei Reviews, bei kritischer Auseinandersetzung mit einem Thema als Zitat. Da ist das erlaubt. Die automatischen Filter können aber nur sehr schwer unterscheiden. Ist das denn jetzt Satire oder hat da einfach nur einer Ausschnitte hochgeladen, weil es ihm Spaß gemacht hat? Das ist nur sehr schwer automatisch zu filtern. Und das, was wir jetzt gehört haben, das ist die jetzige Situation, in der die Filter ja von den Plattformen quasi nur betrieben werden, weil es ihnen Arbeit erspart. Wenn jetzt aber YouTube und Co. zukünftig haftbar sein sollen, naja, was spricht dagegen, die Filter jetzt noch schärfer zu drehen? Weil ansonsten kriegen sie ja eine entsprechende Strafe.
Wenn sie zu wenig löschen, na, dann sind sie mit haftbar. Dann müssen sie eventuell dafür Strafen zahlen oder was auch immer für Konsequenzen da aushalten. Gleichzeitig steht aber auch nicht drin, wenn was zu viel gelöscht wird. Was dann? Strafen sind da offensichtlich im Text keine vorgesehen. Es steht zwar drin, dass man jetzt manuell prüfen soll, aber gehen wir einfach mal manuell mit so ein paar hypothetischen Zahlen durch. Das Ganze basiert jetzt auf einer Rechnung von wissenschaftsturm.de, Link unten in der Beschreibung. Ist alles nur Pi mal Daumen, aber einfach nur, dass er mal eine grobe Hausnummer bekommt. Wenn man im Internet sucht, dann findet man irgendwo die Angabe, dass pro Minute auf YouTube etwa 300 Stunden Videomaterial hochgeladen werden. 300 Stunden. So, sagen wir mal 3% von diesen 300 Stunden. Das wäre wirklich Material, was urheberrechtlich geschützt ist, was eigentlich nicht hätte hochgeladen werden dürfen. Dann sagen wir mal, sind wir mal ganz gnädig, sagen wir, es ist ein sehr guter Filter, der in YouTube da hat. 96% aller Urheberrechtsverletzungen werden richtig erkannt und wir haben 2% an False Positives, so also Dinge, die erlaubt sind, trotzdem erkannt werden. Das ist jetzt mal einfach unsere Annahme. In Stunden umgerechnet heißt das, pro Minute kriegen wir 9 Stunden an bösem Material. Davon löscht der Filter automatisch 8,6. Sehr gut, ne? Nur die Sache ist, wir haben gleichzeitig auch 5,8 Stunden an Material, was versehentlich entfernt wird. Ne? 8,6 Stunden, 5,8 Stunden, das sind 40%, die wir aus Versehen löschen bei den ganzen Sachen. Also bei der ganzen Menge, die gelöscht wird, sind 40% Sachen, die eigentlich hätten nicht gelöscht werden dürfen. Jetzt sagen wir mal, wir machen wirklich das Ding mit der manuellen Überprüfung. Wir sagen jetzt mal, wir sind mal ganz gnädig hier, dass nur 50% der Nutzer, deren Video jetzt gelöscht wurde und die das eigentlich hätten hochladen dürfen, sich beschweren. Ja, das sind mal knapp 3 Stunden Material pro Minute. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nur darum geht, dass sich jemand das anguckt und direkt weiß, ja ist richtig, nein ist falsch, dann wären das mehrere tausend Mitarbeiter, die wir einstellen müssen, allein um die Videos nur anzuschauen. Jetzt ist es aber meistens so, dass es mit Anschauen nicht getan ist. Man muss meistens nochmal eine Referenz nachgucken. Man muss prüfen, stimmen die Ansprüche überhaupt? Das braucht Zeit. Ich habe das Gefühl, der europäische Markt gibt gar nicht so viele Mitarbeitermöglichkeiten her, gar nicht so viele Leute, die arbeiten könnten, mögliche Arbeitskräfte, als dass das überhaupt möglich wäre. Und das sind jetzt nur Sachen, die YouTube trifft. Jetzt denkt einfach mal an kleinere Plattformen. Denken wir mal an das Hintertupfinger Hasenforum oder sowas. Die dürften jetzt wahrscheinlich nicht mehrere Millionen für die Entwicklung von solchen Filtern in der Tasche haben. Es ist ja auch kein reiner Bildabgleich. Ich muss ja auch gucken, ist da nicht auch irgendwie ein Text, irgendein kleines Gedicht, was jemand in Bild reingetan hat? Das muss ja alles im Prinzip prüfen. Und selbst wenn wir jetzt mal sagen, okay, in diesem Hasenforum, da ist aus Versehen so ein Genie von irgendeiner Universität, der macht im Schlaf euch den Filter fertig und der funktioniert sogar halbwegs, dann, mein Glückwunsch. Aber selbst dann haben wir noch ein Problem, weil, naja, wir haben ja eben gehört, die Urheber müssen ja das Material zur Referenz zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen irgendwo gegen abgleichen können. Das heißt, ich muss jetzt alles Material, was urheberrechtlich geschützt ist, was mir zur Verfügung gestellt wurde, speichern. Das dürfte bei so einem Forum eine vielfache Menge von den Hasenfotos sein. Das heißt also eine Menge Speicherplatz und entsprechend, das kostet richtig Asche. Was wird das Ergebnis sein? Naja, derjenige wird selber definitiv keinen Filter betreiben können, also wird dazu Alphabet, sprich Google, Amazon oder sonst irgendwas hingehen und sich einen fertigen Filter einkaufen. Ja, damit werden dann alle hochgeladenen Fotos erstmal über den Globus geschickt, die Legalität da bestimmt und dann kommt das Ganze wieder zurück. Das ist natürlich sehr toll, weil zum einen die Forenbetreiber haben gar keinen Einfluss darauf auf die Filter. Keiner weiß, was gefiltert wird. Die großen Konzerne kriegen noch mehr Daten, mit denen sie arbeiten können. Datenschutzrechtlich auch ein bisschen bedenklich, wenn wir jetzt mal denken, dass irgendwie ein Fotodienst oder sowas da sämtliche eurer Fotos, die ihr eventuell nur mit Freunden teilen wollt, dann jetzt irgendwie mal eure Urlaubsfotos da durchs halbe Internet schicken. Ich weiß nicht, ob das so ein großer Vorteil ist. So, Befürworter des Gesetzes, die sagen jetzt, ja, es sind ja gar nicht alle Plattformen betroffen, da gibt es ja spezielle Ausnahmen, das ist natürlich richtig, die sind da auch drin, aber ganz ehrlich, die bringen nichts, da steht zum Beispiel drin, wer mehr als 5 Millionen Besucher hat, der ist aus der Ausnahme draußen, 5 Millionen Besucher im Internet ist nicht so schwer zu knacken und was erst recht dann schnell geknackt ist,
Die Plattform darf nicht länger als 3 Jahre am Netz sein. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwie eine Mini-Webseite habt, wo überhaupt kein Traffic groß drauf ist, ihr aber sowas anbietet, wo Leute was hochladen können, was dann öffentlich ist, naja, nach 3 Jahren müsst ihr die komplette Richtlinie erfüllen, da gibt es keine Ausnahme mehr und entsprechend habt ihr da das Ganze an der Backe. Das klingt jetzt natürlich auch erstmal, ja, Webseite, wo man was hochlädt, was dann allen angezeigt wird. Klar, Foto, so Sharing-Plattformen oder so, man muss ja noch nicht mehr. Was ist denn mit den ganzen Sachen, wo man Avatar hochladen kann? Ich lade was hoch als Nutzer, du zeigst es öffentlich an. Was ist, wenn du eine Pinnwand hast oder ein Gästebuch oder sowas? Leute schreiben was rein, die Texte könnten urheberrechtlich geschützt sein. Das ist Content-Sharing im Zweifelsfall. Was auch gerne von den Befürwortern da vorgebracht wird, dass die Kritik ja gar nicht echt wäre, die wird von Google und Co. so gesteuert. Ganz unwahr ist das natürlich nicht. Google und so weiter, die sind relativ aktiv da drin oder waren es zumindest. YouTube ist zum Beispiel hingegangen, hat seinerzeit, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes müsste es gewesen sein, die haben wirklich die Leute, die größere Kanäle haben, angeschrieben. Hier, pass mal auf. Dieser Artikel 13, das klingt ganz uncool, willst du dazu nicht was machen? Wir haben hier auch Material, so Argumentationshilfen und so. Ja, das hat YouTube bereitgestellt, das ist im Prinzip richtig. Aber nur weil die das machen, heißt das ja nicht, dass die Kritik direkt auch falsch ist, oder? Und wie gesagt, das ist schon was her. In der aktuellen Debatte, da halten die sich eher raus. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, weswegen. Ob es ist, weil sie einfach das Interesse verloren haben, weil sie es schon abgeschrieben haben. Oder ob es ist, weil Alphabet dahinter sagt, ja klar, wir haben dann zwar ein paar mehr Leute auf YouTube, die schlechte Laune haben, weil ihre Videos gelöscht werden, aber andererseits, wir können unsere Filter verkaufen und damit machen wir eine Menge Geld. Ist halt eine Sache, die man jetzt da im Hinterkopf behalten könnte, ob da Google wirklich so groß dran getroffen wird. Ich habe da so meine Zweifel, die haben am ehesten die Ressourcen, die Bedingungen zu erfüllen und machen im Zweifelsfall dann auch noch Profit, weil halt die Konkurrenz weg ist und sie gleichzeitig noch Zeug verkaufen können. Außerdem sollte man im Hinterkopf behalten, ja auch die Befürworter sind nicht so ganz einflussfrei, also es ist jetzt dann auch kein Geheimnis, dass da manche Verlage ihre Lobbyisten in Brüssel sitzen haben. Und ich habe so meine Zweifel, die haben sich da auch mit Argumentationshilfen nicht so zurückgehalten, also das ist jetzt nicht Ungewöhnliches, dass da auch Firmen versuchen, ihre Meinung durchzudrücken oder ja Leute zumindest zu überzeugen, dass das die richtige ist. Wie gesagt, das heißt ja nicht, dass das unbedingt falsch ist, was da gesagt wird inhaltlich. Sollte man sich eventuell dann trotzdem damit mal auseinandersetzen, um zumindest zu sagen, okay, es ist nicht kompletter Blödsinn, vielleicht sollte ich doch mal lesen, was da drin steht und mir überlegen, was denn davon stimmt und was man eventuell da besser machen kann. So, Artikel 11, 12, 13 sind wir fertig oder? Nee, leider immer noch nicht. Es gibt noch Nachtisch. Vor der Tür gibt es nämlich noch ein weiteres Gesetz. Das ist irgendwie so eine Anti-Terror-Verordnung, die jetzt relativ frisch wohl reingekommen ist. Jedenfalls ist sie relativ frisch bei mir im Stream gelandet. Und ja, das ist im Prinzip eine Kopie von Artikel 13. Man möchte Filter implementieren. Man möchte Leute davon überzeugen, Dinge mit technisch großen Mühen rauszuhalten. Und zwar geht es dann diesmal nicht um urheberrechtlich geschütztes Material, sondern um terroristisches Material. Im Prinzip soll es so sein, dass da jeder Upload gegen eine europaweite Datenbank mit Terrorsachen gefiltert werden soll. Es kann eventuell ein Problem werden, denn wir haben in den verschiedenen Ländern verschiedene Definitionen, was Terrorismus ist. Gerade wenn wir nach Spanien gucken, Leute, die ein Referendum abhalten sollen, die sind Terroristen. Während in anderen Ländern es relativ normal ist, siehe Brexit, irgendwelche seltsamen Abstimmungen zu starten. Außerdem haben wir da natürlich auch eine Infrastruktur. Wer sagt denn, dass nur terroristische Inhalte gefiltert werden? Wer sagt denn, dass da nicht irgendwie Inhalte gefiltert werden, die jetzt den Leuten, die gerade an der Macht sind, da nicht in den Kram passen? Da ist eine Menge Risiko, sich eine Überwachungs- und Zensurinfrastruktur einzufangen, auch wenn man gute Absichten hat. Ich denke, das Risiko ist da relativ hoch und ja, wir haben ja schon bei der LKW-Maut und so gesehen, wenn man sowas erstmal hat, dann kommen da die Begehrlichkeiten und früher oder später, da wird es im Zweifelsfall dann auch für kleinere Delikte dann genutzt. Ich meine, man könnte ja mal gucken, ist das da im Hintergrund von deinem hochgeladenen Bild vielleicht nicht doch irgendwie eine Cannabispflanze oder sowas. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es auf jeden Fall etwas bedenklich, dass jetzt da alles überwacht werden soll. So, jetzt klingt das, was im Gesetz drin steht und was so außenrum gerade passiert, eher meh. Aber was mich so richtig aufregt an der Sache, das ist die Reaktion, die man bekommt, wenn man versucht, mit den Verantwortlichen da, oder zumindest vielen von den Verantwortlichen, über dieses Thema zu reden.
Ich bin schon seit längerem jetzt gegen den Artikel 13 hinter den Kulissen am Wettern. Was heißt am Wettern? Ich versuche einfach nur darüber zu reden. Hab schon teilweise Politiker auch per Brief, per Telefon und so weiter vor Monaten oder vielleicht sogar Jahren kontaktiert, um mit ihnen mal darüber zu reden. Und ja, das Übliche ist, entweder man bekommt zurück überhaupt nichts, dass sie sich gar nicht melden, ich habe keine Zeit, ich will nicht darüber reden. Oder es geht sogar teilweise so weit inzwischen, dass man dann wirklich als Antwort bekommt, nö, du hast keine Ahnung davon, das lohnt sich nicht, mit dir darüber zu reden. Tschüss. Das finde ich dann schon ein bisschen bedenklich, weil zum einen, ja, ich bin vielleicht kein Jurist, aber ich mache schon ein bisschen länger Videos, vielleicht habe ich doch ein kleines bisschen Ahnung davon, wie das mit dem Urheberrecht abläuft. Und zum zweiten, hallo, ich bin dein Wähler. Du bist ein Volksvertreter, du sollst mich vertreten. Eventuell solltest du mir dann erklären, warum du gegen meinen Willen stimmst. Ne? Aber wenn das Problem ist, dass ich zu wenig Ahnung vom Thema habe, ist ja überhaupt kein Problem. So ein paar Kanäle weiter, da haben wir den Christian Solmecke. Der ist Rechtsanwalt für Medienrecht. Ich glaube, der kennt sich relativ gut mit dem Thema aus. Und der hat schon jede Menge Videos dazu gemacht. Er hat jetzt einen Gegenvorschlag veröffentlicht, was man denn da alles machen könnte. Auch wenn ich nicht immer mit ihm übereinstimme. Eventuell kannst du ja mal mit ihm reden und ein paar Punkte an Kritik, die auch er aufbringt, dann vielleicht mal bedenken, ob man da nicht Dinge besser machen sollte. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Debatte ist inzwischen so aufgeheizt, dass offensichtlich viele Leute nicht mehr in der Lage sind zu diskutieren. Da heißt dann, dass wir alle fremdgesteuert sind. Nee, tut mir leid. Wir können teilweise selber denken. Wir sind keine hirnlosen Zombies. Ja, eventuell werden wir teilweise mit Informationen versorgt, die falsch sind. Aber dann sagt uns bitte einfach, welche Informationen falsch sind und vor allen Dingen, warum sie falsch sind. Und wenn einer von uns sagt, nee, ist nicht falsch, weil, dann eventuell mal diskutieren und nicht einfach sagen, sorry, du hast eine Google-Mail-Adresse, deswegen musst du für Google arbeiten. Eventuell haben die Leute einfach eine Google-Mail-Adresse, weil jedes Android-Handy einen Google-Account braucht und Google einer der größten Mail-Anbieter ist und die größte Feature-Set hat für die Leute, die keinen eigenen Server betreiben. Aber ist natürlich auch jetzt ein Problem, wenn ich das sage. Ich meine, ich habe einen Anschluss von einem deutschen Internetanbieter, deswegen bin ich klar von der Telekom-Lobby bezahlt. Ne? Auch finde ich es immer ganz klasse, es gab ein Interview zwischen, ich glaube, Herrn Newstime war es und Axel Voss, wo dann Axel Voss meinte, ja, sie haben den Text ja gar nicht gelesen. Ja, wie oben schon gesagt, der ist auch dummerweise eigentlich offiziell geheim. Das wird auch schwer, aber ja, wir haben ihn gelesen. Und deswegen diskutieren wir ja auch so viel. Denn, ja, ich denke mal, gerade viele, die auch öffentlicher sich äußern, tun das nicht, ohne zumindest grob zu mal drüber geguckt zu haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder den kompletten Text gelesen hat, aber ich denke mal, viele davon haben zumindest mal gegengeprüft, ob das, was sie da gerade gesagt bekommen, was angeblich wahr ist, wirklich da so drin steht. Und ja, es steht so da drin. Und das, was ich eben gebracht habe, waren halt Zitate aus dem Text. Wir können gerne darüber weiter diskutieren, aber momentan steht's so da. Und genauso die Argumente, ja, ihr verbreitet alle nur Fake News, falsche Argumente. Mag sein, dass da das ein oder andere falsche Argument dabei ist. Möchte ich nicht ausschließen. Aber dann sag bitte, warum. Gleichzeitig haben aber Leute, die tief im Gremium drin sind, die das mitverhandelt haben, die falsche Sachen sagen. Wie beispielsweise, oben haben wir ja gehört, Axel Voss mit seinem Privatleute dürfen Zeitungsartikel kopieren. Nein, dürfen sie nicht. Das ist auch falsch. Genauso dieser Punkt, es steht kein Upload-Filter drin. Ja, tut's nicht, aber indirekt schon. Ist das jetzt Fake News oder wie soll man das jetzt bitte schön bewerten? Ja, und nu? Na, ihr habt eventuell gehört, ich habe da meine Meinung zu. Kann natürlich sein, dass da Blödsinn dabei ist. Wie gesagt, gebe ich gerne zu. Unten ist der Bereich, Kommentarbereich. Gebt mir gerne irgendwie Material, wo das Gegenteil steht. Ich guck's mir gerne an. Ich lerne gerne dazu. Nur, das kann ich halt nur, wenn man auch die nötigen Infos bereitstellt. Oder natürlich besser direkt erklärt, da ist das Material und der Stelle findest du, dass es anders ist. Das ist natürlich noch einfacher. Und ansonsten kriegt man jetzt einfach mehr oder weniger, ja, quasi schon Beleidigungen. Du kennst dich nicht aus, du bist ein Bot an den Kopf geworfen von den Befürwortern. Das ist vor allen Dingen traurig, wenn man bedenkt, ja, worum geht's denn eigentlich? Worum sollte es gehen? Es sollte doch darum gehen, die Künstler, die Musiker, die Videomacher, die Schriftsteller, was auch immer, die sollten doch gefördert werden, die sollten mehr Kontrolle bekommen, die sollten mehr Geld bekommen. Da stimme ich doch überall zu. Nur aber doch bitte nicht so. Weil da sind die Schäden, die da außenrum entstehen, die sind viel zu groß. Und davon, was erreicht wird, dürfte am Ende nichts ankommen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal überlegt, da wird so viel gegen YouTube geschossen.
ich weiß jetzt nicht. Klar, ich bin jetzt auf YouTube, ist eine meiner größten Plattformen. Nicht die einzige, aber die größte auf jeden Fall. Von daher mag es sein, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin. Aber mit YouTube hatte ich bisher die wenigsten Probleme. Wenn ich auf YouTube hingehe, da kriege ich ab einer gewissen Kanalgröße von denen auch entsprechend einen Anteil an den Werbeeinnahmen. Das kriege ich bei anderen Plattformen meistens nicht. Wenn ich bei YouTube hingehe und sage, hier, der da hinten, der hat mein Video kopiert. Das System ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist schon mal da und es funktioniert in vielen Fällen. Im gleichen Fall bei den klassischen Medien, ich hatte schon ein paar Mal, dass irgendwelche Zeitungen Zeug von mir geholt haben und einfach abgedruckt haben. Ohne Quellenangabe oder Quelle Internet, ihr kennt das ja. Das ist auch eine Urheberrechtsverletzung. Da habe ich nie was gesehen. Da muss man dann erst mit einem Anwalt anrücken. Von daher, dieses zu sagen, YouTube ist das große Problem. Von meiner Seite kann ich das nicht bestätigen. Ja, YouTube hat Probleme, keine Frage. Aber die größeren Probleme, die sehe ich eher momentan an anderen Stellen. Entweder bei Privatpersonen, die nicht wissen, dass man es darf, wo eventuell dann eher Bildung etwas wäre, was man dann fördern sollte. Oder halt bei klassischen Verlagen, bei Fernsehsendungen oder so, die einfach sich Material schnappen, weil sie sagen, das kommt aus dem Internet, da können wir uns frei bedienen. Das passt schon. Anscheinend will man aber ja weder mit mir noch mit anderen Leuten, die irgendwie Kritik an der ganzen Sache äußern, produktiv reden. Von daher bleibt nichts anderes übrig, als die Meinung anders kundzutun. Deswegen nochmal der Hinweis für euch. Am 23. März 2019 haben wir im Übrigen jetzt, da finden in vielen großen Städten Demonstrationen gegen den Artikel 13 und so weiter statt. Wenn ihr die genauso toll findet wie ich, dann geht da bitte vorbei. Je mehr Leute da auf der Straße sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann auch groß in entsprechenden Medien landet. Und beim letzten Mal in Köln waren, glaube ich, irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Leute, wurde da berichtet. Und Herr Voss meinte dann am Schluss, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Das sollte dann dieses Mal möglichst nicht passieren. Von daher, eventuell wollt ihr da also auf der Straße mal ein bisschen mitspazieren gehen. Ein bisschen frische Luft soll gut tun. Und ja, ich kann bestätigen, auch Kellerkindern ist es nicht ganz so schädlich, ab und an mal rauszugehen. Vor allen Dingen 2 oder 3 Tage später, nach der Demonstration, da ist die finale Abstimmung und das ist natürlich nochmal ein schönes Zeichen, um zu zeigen, ja, hier sind viele Leute, die mögen das nicht. Und eventuell überlegt ihr euch das nochmal, weil ihr verspielt damit eine Menge Pluspunkte und im Mai ist Europawahl. Eventuell könnte das auf die Wahl dann Einfluss haben, dass man eventuell keine Parteien wählt, die entsprechend dafür gestimmt haben, keine Politiker, die dafür gestimmt haben oder sich anderweitig hervorgetan haben durch den Unwillen zu einem demokratischen Diskurs. Heißt natürlich auch für euch, wenn ihr über 18 seid oder in Österreich darf man es sogar schon ab 16, dann wann ist es? Ich habe es gerade nicht da, blende ich euch unten ein. Da ist in Deutschland und den meisten anderen Ländern hier rum die Europawahl. Geht mal hin, macht euer Kreuzchen. Ist ein Sonntag, die Wahlräume sind meistens nicht so weit von eurer Wohnung entfernt. Das kann man da schon mal machen. Und ja, ich weiß, es heißt immer Europa wird. Da kommen halt die Politiker hin, die man aufs Abstellgleis schickt. Mag sein, aber die machen gerade auf dem Abstellgleis da hinten eine Menge Schaden. Eventuell sollte man da so ein paar Leute dazwischen setzen, die dann schon mal da für Ordnung sorgen. So, genug geschwafelt. Ich werde mich jetzt gewaltig ärgern, weil ich sehe da schon wieder so eine böse Minutenanzahl und ich weiß, dass ich das noch schneiden muss. Immerhin, ich kann es danach in Ruhe hochladen, weil der Filter hoffentlich noch nicht da mir das wegstibitzen wird. Und ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich dann am 23. Zumindest mal, wenn ihr auf derselben Demo seid wie ich. Gibt jede Menge, wie gesagt. Und hoffen wir mal, dass das hier ein bisschen besser ausgeht als das, was manche Leute da als kleine Netzdystopie momentan ausmalen.